Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Schauen wir mit unserer Wettercam nach Lavamünd. Hier sind momentan ein paar Wölkchen zu sehen. Sonst schaut es hier sonnig aus und das Ganze bei um die 21 Grad. Und dann blicken wir noch ins Brixental. Ja, hier ist es heute relativ auch warm. Ja, um die 25 Grad können wir erreichen. Das Ganze dann auch bei strahlendem Sonnenschein. Wir schauen auf unsere Europakarte und das westliche Mitteleuropa. Das wird von einem tiefen Druck und nicht mehr so heißer Luft beeinflusst. Gebietsweise sind Wolken und Regenschauer unterwegs, doch ab und zu scheint auch hier die Sonne und die hochsommerliche Schwüle, die verabschiedet sich zusehends nach Ost- und Nordosteuropa. Wie sieht's heute aus bei uns in Österreich? Auf jeden Fall ist es heute wechselnd bewölkt und einige Regenschauer und Gewitter, die gibt's nach Osten hin auch sogar Unwettergefahr. Länger sonnig ist es, nur wenige Schauer im Süden, Höchstwerte meistens zwischen 21 und knapp 30 Grad, ganz im Westen stellenweise aber nur um die 15 Grad. Schauen wir doch gleich mal in den Westen hinein für unsere 24-Stunden-Prognose. Morgens ist es noch wirklich sonnig bei 28 Grad, aber dann wird es wirklich regnerisch bei um die 25 Grad. Schauen wir in den Osten hinein, auch zum Mittag hier etwas regnerisch. Das Ganze geht aber dann weg. Da haben wir 26 Grad am Abend. Also in der Nacht kann es dann aber auch wieder regnen. Schauen wir auf unsere 7-Tages-Prognose für den Westen. Also die Woche, die sieht wirklich toll aus. Auch der Vatertag, der Sonntag mit 25 Grad und Sonnenschein. Sieht super aus. Dann auch das verlängerte Wochenende. Das ist wirklich hervorragend sommerlich. 30 Grad, also was will man da noch dazu sagen? Also alles eigentlich perfekt. Wir kommen jetzt zur Breaking News.